Ja, unser laufender Kanal, so nennen wir auf live mit mir, dem Digi-Helden. Ja, wir sind unterwegs in die falsche Richtung. Wir müssen natürlich hier runter, um zum Wegweiser zu kommen. Wir wollen uns das die überlegene Katzenschwert besorgen, und zwar das Stahlschwert. Denn ich habe gesehen, das Schema für das Silberschwert, das habe ich schon. Das habe ich sicherlich nicht drauf, weil ich das, naja, ich besorge die Dinge, also ich mache ja Fragezeichen, wenn ich halt nicht spiele. Einfach um The Witcher auch mal so offline vor mich hinzuspielen, ohne die ganze Zeit immer meinen Unsinn hören zu müssen. Und das geht halt am besten, indem ich die Klappe halte. So, da geht's lang. Das überlegende Katzenschwert soll sich hier irgendwo befinden. Ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung. Deswegen werden wir einfach mal diese Fragezeichen abernten. Und dann habe ich dann nämlich auch so ein bisschen Grund, Fragezeichen abzuernten. Wir grinden Fragezeichen sozusagen. So. Das erste Fragezeichen hätte ich mir auch gleich mal markieren können. Oh, das ist auf der Insel. Das ist bestimmt cool. Wollen wir mal gucken, das wird bestimmt checken. So wird's nichts. Wieso konnte ich das nicht markieren? Wegen zu dumm zu. Oh. Zack. Das war eindeutig wegen zu dumm zu. Wie weit ist das Zweck? Ich kannte das jetzt irgendwie schlecht schätzen. Ist das schon Wasser denn? Oh, ist irgendwie auch gleich da. Hinter dem Nass? Ein bewachter Schatz. Neue Markierung. Das ist tatsächlich, wenn wir wissen, was da rumkreucht. Das ist so eine Hexe, ne? So ein Sumpfweiberich. Brauche ich da überhaupt irgendwas? Ich habe da ein Quenchschild, das sollte eigentlich schon ziemlich gut sein. Ups. Nochmal. Oh. Jetzt kriegt er wieder voll auf die Fresse. Ha. Okay, das hält so lange, bis die Ausdauer. Ja. Leg dich nicht mit Quen an. Hilft gerade schon recht, da bist du wieder. Da habe ich auch schon ein paar Modelle von. So. Die nächste Fragezeichen-Kolonie befindet sich im Nordwesten. Aber da nehme ich definitiv mal einen Gaul zu. Es kann auch sein, dass. Boah, bist du eklig. Ne? Es kann aber auch sein, dass ich da sowieso ein bisschen hin und her reiten muss. Und dass ich dann letztendlich. Dass es sich dann letztendlich rausstellt, dass ich da mit einem Boot hin muss. Ist ja klar. Es taucht immer hinter mir auf. Es ist, glaube ich, besser, wenn ich das Pferd rufe, dass ich rückwärts laufe. Schneller. Dann ist es nämlich in. Dann taucht es wahrscheinlich zumindest in. Alter, was ist das denn? Die Hochhäuser von New York? Ne, da taucht es wenigstens in. Auf dem Weg. Ach du Scheiße. Okay. Mal gucken, was das für ein Level hat. Na, da werden wir viel. Komm. Den habe ich einfach mal so mitgenommen. Trophäe? Richtig? Weil habe ich schon.
steckt das. Achso. So. Noch weiter geht die. Der wilde Ritt, so, ne? Oh, 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 oh. Oh, ich muss aufpassen. Da ist den links eine schöne Steilklippe. What the hell ist das? Das ist mein Gaul in Ruhe. Oh. Oh shit. Mach schon. Gut, das war also auch so geplant, ne? Überlastet. Aber da habe ich ja was gegen. Und zwar das hier. Breites Kreuz. Zack. Das tauschen wir aus gegen Fokus. Verkrüppelte Schläge. Ja. Schon das mit überlastet. Sehr geholt, ey. Also, das war irgendwie nicht so klug, oder? Mal ganz ehrlich. Das habe ich mir jetzt gerade mal so ein bisschen überlegt. Es wäre besser jetzt, da es sich um ja... Nö. Das habe ich gar nicht, oder was? Hm, ich werde doch das nehmen. Ich dachte, ich hätte noch dieses Sonne, Mond und Sterne-Dings. Oder Sonne und Sterne heißt das ja, ne? Das halt bei Tageslicht halt regeneriert. Aber das habe ich gleich geskillt. Beziehungsweise gar nicht reingelegt. Also in den Slot. Was da hinten, das sieht ziemlich dick aus. Das sieht aus wie so ein Golem. Und Golems, das ist ja etwas, was meine Rüstung gar nicht kann. Also überhaupt auch meine Schwerter können Golem überhaupt nicht. Golem Stufe 19 sollte jetzt aber... Das hält auch nicht irgendwie. Alter. Der hat aber auch ihn. Oh. Schwierig. Ich muss, wenn er mal so hochspringt. Sollte ich mal irgendwie so einen langen Schritt machen, ne? Das wäre besser. Außerdem hätte ich auch mal überlegene Donner reinschmeißen können. Wenn ich schon hier so ein bisschen rumtanze. Dieses Golemchen hat nichts für mich. Zu gut. Das ist ein bisschen schade. Na. Was haben wir denn hier? Überlegenes Katzenstahlschwert. Da haben wir das doch schon. Jetzt habe ich ihm natürlich dummerweise versprochen, dass ich hier, ja, total blöd. ja, dass ich halt das überlegene Stahlschwert hole und mir das dann auch schmiede.
Andererseits würde ich aber natürlich auch gerne nochmal... das letzte Fragezeichen. Es regnet da draußen, ist ja eklig. Und schon wieder ist das Ding nicht ausgegraut. Das gibt's doch gar nicht. Ich kann mal rein da. Was habe ich übersehen? Ist das jetzt tatsächlich immer noch so ein Bug? Ist das, weil ich jetzt diese drei Mehlsäcke nicht mitgenommen habe? Was ist das? Ich habe also auch nichts anderes gesehen mehr, keine landet. Nee, es ist einfach immer noch weiß und das Monster wird auch noch angezeigt, obwohl ich das eigentlich schon umgebracht habe. Das verstehe ich immer nicht. Das muss immer noch ein Bug sein, dass sie noch nicht in den Griff gekriegt haben. So, wie gesagt, ich habe jetzt das überlegene Schwert mir geholt. Witzigerweise sind die beiden Fragezeichen jetzt weg. Ich bin echt so ein bisschen. Da ist ein Schiffchen, das nehme ich jetzt, fahre damit nach Novigrad, baue mir die Schwerter, Teil zu Ende. So, das ist der Plan. Daran denke, wie ich am Anfang mit denen gekämpft habe, mit denen. Das war ja ein richtiges Abenteuer, ne? Ich habe ja, spiele ja auf dem zweitschwierigsten, also ja, Schwierigkeitsgrad, und ey, das war echt jeder. Also jeder Treffer von den Viechern war für mich eigentlich schon tödlich, ne? Das, ich konnte mir das gar nicht leisten, von ihnen getroffen zu werden. Das war immer so krass. Ja, kannst du dir gerne angucken. Ist halt in den ersten Teilen von The Witcher. Da habe ich teilweise richtig mit den Trash-Mobs gekämpft. Das war unglaublich krass. Das waren wirklich Kämpfe. Da habe ich dann auch schon dann langsam darüber nachgedacht, tatsächlich auch den Schwierigkeitsgrad herunterzudrehen. Witzigerweise ist dann aber der Schwierigkeitsgrad so dermaßen abgefallen. Vielleicht liegt es daran, dass ich jetzt auch nicht mehr so ganz... Die Quests, die ich habe, die sind halt irgendwie immer so unter meinem Level, ne? Vorher waren sie halt gleich auf. Und ich hatte halt ja jetzt mit den letzten Quests, die ich gemacht habe, von der Hauptmission... Ja, da hatte ich dann irgendwie mit den, zumindest mit den Bosskämpfen, auch schon einiges zu tun. Also das war jetzt auch nicht mehr so Schwert raus und hack, hack, ein Knopf und fertig. Das kann man sich auch gerne noch angucken. Das ist ja alles noch schön dokumentiert. So, jetzt brauche ich einen Meisterschmied und da gehe ich natürlich zu meinem Lieblingselfen. Der befindet sich allerdings ganz woanders. Der ist hier. Und das bedeutet, da werde ich jetzt nicht... Toll. Also wenn ich bei Wegweiser bin, dann kann ich auch gleich dahin laufen. Was ist das denn? Ach du Scheiße. Kann da liegen bleiben, der Schrott.
Diese Pegida-Müll. Ach, ich bin immer so. Ich kann auch nichts dafür, aber ich kriege immer einen Hals, wenn ich das irgendwie richtig sehe. Und wenn dann halt irgendwie was passiert, so, dann weiß ich immer schon, die werden das dann sofort ausschlachten. Ja, wie kleine ungefickte Opas, echt. Das ist irgendwie so, keine Ahnung, dass diese... diese Opfer, die halt schwul werden, damit sie überhaupt eine Chance haben, ihren Körper zu verkaufen. Also, solche Charaktere. Es tut mir leid, aber wenn ich die höre, ich kriege immer... Ich bin normalerweise auch gegen Ausgrenzung und Todesstrafe und so. Aber bei den Leuten mache ich echt eine Ausnahme. Ich kann da einfach nicht anders. So, der arbeitet auch Tag und Nacht. Das finde ich gut. Ja, super. Grüß da dich, ich hin. Ape her. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? Schwert. Würdest du wohl etwas für mich anfertigen? Dann wollen wir mal schauen. Da hätten wir einmal das Überlegene. Katzenschwert, wo ich eine Stufe von 29 brauche und wo ich auch die Materialien für habe. Und dann haben wir auch noch das Stahlschwert. Auch da habe ich die Materialien, das ist jetzt super und das ist Stufe 29. Ist immer ganz wichtig, dass man darauf achtet. Sonst kann man nämlich auf einmal, dann hat man auf einmal kein Schwert, weil man verwendet immer das alte Schwert für das neue. So. Oh, das ist schon mal sehr gut gelaufen. Ich weiß nicht, ob ich noch ein bisschen was zum Verkaufen habe. Nilfgaardische Wächterrüstung. Die bewahre ich erstmal auf. Die sind braun. Es kann sein, dass ich die halt in meiner Sammlung noch nicht habe. Das kann ich mir allerdings auch nicht vorstellen. Ja, die auch. Die Armbrust kann weg. Die habe ich einfach nur so zur Not getragen. Aus Verzweiflung. Gut. Das ist natürlich auch ordentlich Asche von mir, ne? Bis dann. So. Dann gehen wir nochmal ins Inventar. Um dann halt mal zu gucken, dass ich hier meine... Warte mal, was ist das denn? Überlegenes Katzenschwert. Und das hat schon zwei aus... aha. Ach, das Ding, das ist interessant, das behält es ja, das behält die Aufwertungssteine. Das finde ich in der Tat interessant. So, wollen wir mal gucken, was habe ich denn noch so für Aufwertungssteine? Großer. Es muss auf jeden Fall groß sein. Chance auf Verbrennen. Das ist einer von meinen Lieblingssteinen. Weil der Gegner dann eigentlich ziemlich handlungsunfähig ist. So, was haben wir noch? Achso, das muss eine... Das wenn, dann muss es eine große Ytrin-Klüfe sein. Nee. Die würde ich mir schon gerne da ins... ins Schwert mache ich mir sowas nicht, oder? Noch eine kleine, war das nicht auch gerade? Ach, warte mal. Quellenglyphe. Da. Eine große Quellenglyphe.
Also das sind kleine von diesen Steinen und kleine baue ich einfach nicht ein. Das Das sind schon interessante Steine, aber Angriff hier, das ist natürlich einfrieren, ist auch gut. Das ist, das ist natürlich, ja, mindestens so gut wie verbrennen. Weil auch dann sind halt sind die sehr handlungsunfähig, ne? So, also die Dinger kann ich jetzt für die Verteidigung einsetzen. Und für den Angriff habe ich schon alles voll. Ja, und der Teil ist auch zu Ende. Jetzt kann ich die... Warte mal, was habe ich jetzt? Genau, ich habe die ja schon. Na, das ist dann halt das Resultat. Also, so sieht das ganze komplette Set aus mit den Waffen. Obwohl ich jetzt bei den Waffen nicht so den großen Unterschied sehe. Das wird dann halt mehr skillmäßig sein. Ja. Super, ja. Schön, dass du da warst. Ich wünsche dir noch viel Spaß auf YouTube. Ich nehme jetzt noch eine Folge auf, weil ich Bock drauf habe. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Teil dann. Tschüss.